Dunkle Wolken ziehen auf. Ja. Ich bin müde. Sie ist müde. Und heute? Wir gehen jetzt noch eine kleine Runde, also hoch bis zum Übenkapellchen. Wetter soll gleich wieder umschlagen. Man sieht auch, es ist ganz schön grau und bedeckt. Wir sind morgen noch mit strahlendem Sonnenschein aufgestanden, aber jetzt so. Es ist richtig schnell, wie es sich zugezogen hat. Wir hoffen, dass wir jetzt wenigstens hoch und runter kommen. Ja. Trockenen Fußes. Und so haben wir uns gesagt, machen wir nochmal dieses kleine Spaziergängelchen. Dann geht es in irgendein Museum heute Nachmittag, weil es soll nämlich gut regnen. Und dann werden wir dann irgendein Museum abklappern. Welches ist noch? Es steht noch in den Sternen. Ja, das müssen wir gleich. Kommt drauf an, welches unser Hund mit darf. Genau. Hier werden wir jetzt nicht so viel filmen, weil Übenkapelle, glaube ich, kennt ihr. Sind wir ja auch schon bei dem Rundweg vor ein paar Tagen gegangen. Also ich klinke mich mal aus und melde mich noch mal oben. Das war Captain Schnüffel. Hallo zusammen, willkommen an unserem offiziell letzten Urlaubstag. Am Samstag sind wir angekommen und angekommen sind wir auch vor einer Woche am Samstag. Und wir hatten hier durchwachsenes Wetter, das wisst ihr ja heute, haben wir gedacht, okay, macht nichts, suchen wir uns ein schönes Museum aus. Wir haben uns 4 oder 5 Museen in Simonswald ausgesucht, in Denzlingen, in Bleibach und so weiter und so fort. Nur alle Museen haben leider heute geschlossen oder sind so gut wie geschlossen, jetzt von der Uhrzeit her, dass es keinen Sinn mehr macht. Aber wir wollten ja heute Morgen das gute Wetter nochmal mitnehmen, sind gewandert, also alles gut. Also was machen wir? Wir fahren zum x-ten Mal in die Faller Erlebniswelt. Für Modelleisenbahn haben wir ein großes Highlight. Wir werden nicht allzu viel jetzt mehr an Bildmaterial dafür bringen, weil wir haben so viele Videos von der Faller Erlebniswelt. Wir haben ein komplettes eigenes Video auf unserer Playlist, die schönsten Urlaubsregionen, nur mit Faller. Aber für Eisenbahnfans natürlich, der Name Faller hat Kult. Und wir fahren einfach noch mal ein bisschen gucken, denn ich brauche noch im Hintergrund von so einer Leitung, so einer Überlandleitung, ein paar Holzmasten, ein paar Holzstrommasten. Und ja, fahren wir einfach mal hin, um ein bisschen neben euch noch. Wir sind bei Faller, wollten eigentlich in den Shop gehen, um Überlandleitungen für unsere Modellanlage zu kaufen. Allerdings ist der Shop heute geschlossen aufgrund einer Veranstaltung. Da ist ein Fest bei Faller. Ja, na, fährst du mit einer kleinen Garteneisenbahn? Ja. Das gibt es als Ausgleich. Ja, wir sind eben Eisenbahn gefahren. Das hat schon Spaß gemacht. Alles gut.
Hat sich auf jeden Fall. Da habe ich einen Wasserstand. Ja. Da habe ich einen Druck, 6 Bar augenblicklich. Reicht aber easy. Das ist der Dampfregler. Das ist meine Bremsanlage, da kann ich den ganzen Zug nicht bremsen. Alles wie im Original, nur ein klein. Technik, ne? Wie im Original. Das ist ja richtig cool. Ja. Mir zwei Gucke noch ein Eis. Thank you.
Hallo zusammen, heute ist unser letzter Tag, Abreisetag. Wir haben schon ausgecheckt und sind jetzt noch auf dem Weg zur Kopfkrainkapelle. Hier ist der Schlüssel für rein, den haben wir eben abgeholt. Die Kopfkrainkapelle liegt etwas höher. Da oben ist sie. Genau, und man hat einen super Blick aufs Simonswälder Tal. Dort oben ist sie. Und es ist, es kommt gar nicht so rüber auf dem Video, wie steil das ist. Ist aber nicht das große Problem heute. Ist die extreme Luftfeuchte mal wieder sehr, sehr schwül. Und gestern hat es nach einem schönen Vormittag, den ganzen Nachmittag wieder geschüttet. Und dann kommt dann heute wieder die Sonne raus, lässt die ganze Blöre wieder verdampfen und es ist unfassbar schwül. Aber wir packen das. Wir haben auch etwas Hundehäufchen mitgebracht. Überall. Es ist kein Bächlein da. Und kein Müll. Und wir gehen weiter aufwärts. Geht, Amy? Und hier der Blick ins Simonswälder Tal. Hi. Kannst du unten aufs Märchencafé sehen. Unten haben wir das Märchencafé. Und da... Da gibt es gleich auch noch einen lecker Cappuccino. Gibt es eigentlich wie jedes Jahr noch ein Stück Kuchen und einen Kaffee. Müssen wir uns aber erst verdienen. Genau, den müssen wir uns erst erarbeiten. Richtig, wir sind gerade dabei. Und dieses Märchencafé, da waren wir schon so oft. Und das hat auch einen tollen Märchenpark für Kinder, wo man durchgehen kann. Aber da haben wir schon Videos drüber. Also müssen wir das einfach suchen bei uns in der Playlist. Genau. Die schönsten Urlaubsregionen, da findet ihr das irgendwo. Und jetzt haben wir es gleich geschafft. Dort ist sie. Und wir sind oben. Hey, da ist auch ein Kopf, kein Mülleimer. Wer wälzt sich denn da? Amy. Das. Ach, Bremse. Komm mal mit. Amy, Baby. So, meine Frau hat jetzt den Schlüssel. Ich sehe das noch nicht. Moment. Ja. Das ist irgendwie ein befriedigendes Gefühl, so einen Riesenschlüssel im Schloss zu stecken, aufzuschließen und rein zu können. Und jetzt? Vorsicht, nicht stolpern. Was für ein Schrein.
Ich liebe diesen modrigen alten Geruch. Alles Holz, ne? Vorne. Wenn ihr Informationen zur Kopfkreinkapelle haben möchtet, geht bitte auf die Seite www.simonswäldertal.de. Das ist ein wunderschöner Bericht, da wird alles erklärt. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen einfach, aber leider hatten wir die Zeit nicht mehr, für uns noch groß zu informieren, weil das war jetzt eine spontane Idee, zu dieser Kapelle noch zu gehen. Das wollten wir schon die ganzen Jahre machen. Wir fahren 15 Jahre hier hin und fahren immer dran vorbei und jetzt haben wir es endlich mal geschafft. Vielleicht blenden wir aber noch was von zu Hause aus ein, oder? Zur Kapelle, ein paar Informationen. Jetzt vor Ort kann ich leider keine großen Informationen. Ist auf jeden Fall sehr schön mit sehr, sehr vielen Details. Ja, wunderschön gemacht. Viel Holzarbeit, auch die Bilderrahmen sind aus Holz geschnitzt. Eine wunderschöne Kapelle. So einen tollen Schrein auch hier vorne, mit Holzschnitzarbeiten, so habe ich mir gar nicht vorgestellt. So, ich bin doch ein bisschen geflasht von der kleinen Kapelle, was die inhaltlich zu bieten hat. Wunderschön. Hier haben wir eine Gedenktafel. Da steht schon mal was dazu. Ist jetzt ein bisschen geblendet. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Wenn ihr es lesen wollt, haltet den Film an, drückt auf Pause. Eine Weihnachtskrippe mit dem gleichen Gloria-Engel, wie ich ihn zu Hause habe. Was gibt's? Selbst die Schafe könnten die gleichen sein. Es kann sein, dass das von der gleichen Firma ist. Ja, Mäuse. Komm mal her. Wir haben, du bist ein guter Schatz, ne?
sein. Was passiert jetzt? Abschlussfazit? Ja, wir fahren jetzt nach Hause. 420 Kilometer haben wir vor uns und ja, freuen uns nicht. Also, Hashtag Schwarzwald-Check abgehakt. Ja, eine Woche vorbei. War aber schön, trotz Wetter. Wir haben trotzdem viele neue Dinge gesehen, erlebt, hatten Spaß, konnten auch entspannen, sind runtergekommen. Jetzt geht es weiter wieder nach Hause. Jo. Nachdem ich zum dritten Mal das Klischee erfüllt habe und dieses Jahr dreimal Schwarzwälder Kirsch gegessen habe. Das gehört halt einfach dazu. Können wir jetzt beruhigt nach Hause fahren. So. Ach so. Ja. Wir sehen uns doch dieses Jahr nochmal zu den Erzgebirgsvlogs. Ja, wir fahren wieder ins Erzgebirge im Herbst. Und erstmal, falls ihr wirklich bis zum Ende zugeschaut habt, vielen, vielen Dank. Wir würden auch uns wahnsinnig freuen über ein Like und über ein Abo. Und wir wünschen euch alles Gute. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss. Bis bald und tschüss. Und falls ihr mal... Falls irgendjemand eine Idee hat im südlichen Schwarzwald, egal, auch sonst vom Schwarzwald, was wir noch unbedingt mal sehen sollten, oder wenn ihr so die letzten Jahre uns verfolgt habt, wo ihr sagt, das haben sie noch nicht gemacht, schreibt es in die Kommentare. Vielleicht werden wir es in den nächsten Urlaub einbauen. Und tschüss.